Jo, meine Lieben, für euch ist ein halber Tag vergangen, für mich nur wenige, naja, jetzt ist es schon wieder fast eine Stunde. Gerade ging das Qualifying los, bin das Qualifying gefahren. Und was ist passiert? Mir ist Stromkabel vom Lenkrad rausgerutscht, Lenkrad ausgegangen. Was heißt das? Rausgehen aus dem Spiel, Lenkrad wieder ranstöpseln, wieder reingehen ins Spiel. Also, dieses Wochenende ist mir der Simracing-Gott echt nicht gut gewogen, oder wie man das sagt. Naja, hatte ich wenigstens ein bisschen Zeit zum Üben, dann sieht das Training nicht ganz so beschissen aus. Das Qualifying. Nehmen wir auf, ja. Mikro läuft auch. Sehr gut. Herr Löblich. Hör mit dem Blödsinn auf. Ich bin gespannt. Ich werde wahrscheinlich dann heute Nacht fertig sein mit allem. Für alle, die es noch nicht wissen, das hier ist quasi der zweite Teil meines Virtual Parallel Events oder meines virtuellen parallelen Events zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Heute Morgen gab es das Training im Ruf CTR Yellowbird auf der Nordschleife 24-Stunden-Version. Das ist jetzt das Qualifying und heute Abend gibt es dann das Rennen. Wir fahren ungefähr eine Stunde das Rennen und der Zeitmultiplikator ist auf 24 gestellt, das heißt, es sollte eine Nachtfahrt werden. Keine Ahnung, ob Assetto Corsa das kann, werden wir ja sehen. Ich habe nämlich das Gefühl, es wird dann irgendwann nicht dunkler, aber keine Ahnung, ich habe es halt noch nie ausprobiert. Lassen wir uns überraschen, weil man kann ja auch in Assetto Corsa die Zeit nur von 8 bis 18 Uhr einstellen. Wäre natürlich ein bisschen doof, wenn er dann bei 18 Uhr aufhört mit allem, aber wie gesagt, keine Ahnung. Das ist jetzt für mich auch das erste Mal. Lassen wir uns überraschen. Schön wäre es ja, wenn ich mal eine Runde vernünftig fahren würde. Mann. Also dieses Wochenende wird mich, glaube ich, fertig machen. Körperlich und psychisch. Alles geht schief. Nichts funktioniert so richtig. Es ruckeln plötzlich Sachen, die vorher nicht geruckelt haben. Das Lenkrad geht mitten während der Fahrt aus. Die Aufnahmen gehen kaputt. Das Mikro läuft nicht. Also es ist ja dermaßen krass. Schön gedriftet. Kostet zwar Zeit, sah aber geil aus. Ja, also der Vorteil für euch, ja, ist natürlich, dadurch, dass ich jetzt hier schon wieder seit 2 Stunden am Rumprobieren und am Aufzeichnen bin, übe ich fahren. Ja. Das heißt, die Steigerung ist wesentlich größer. Ach, das ist doch scheiße. Ach so, nee, es ist ja eh noch die Einführungsrunde, da ist ja wurscht.
Habe ich gesagt, ich habe die Strecke geübt. Ah, hier kann man noch mit ein bisschen mehr Schwung rum. Ich glaube, das sind jetzt meine kaputten Flügel. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Okay, hier kann man tatsächlich einfach viel, viel mehr schneiden, als man glaubt. Hier kannst du auch. Na, hier nicht so, okay. Ein wenig. Hau ab da hinter mir. Das Turbo zwischen ist so geil. Die Lichtverhältnisse sind ganz schön krass. Oh Mann, ey. Grauenhaft. Grauenhaft, ey. Ich fahr die Strecke jetzt seit 2 Stunden.
aber ich gewöhne mich einfach nicht an das Auto. Ich habe mich heute Morgen mit GTR Evolution dermaßen versaut. Mach mich nicht nervös da hinten, du Affe. Ah, macht er doch. Echt gespannt, ob es dunkel wird. Ach, herrlich. Ein schöner Sonnenuntergang. Das entschädigt doch für alles. Tja, da starte ich wohl vom letzten Platz, wie es aussieht. Wie sagte schon Tim Heinemann, du willst zu viel, Herr Löblich. Du willst zu viel. Und er sollte recht behalten. Also die Lichtverhältnisse kapiere ich jetzt nicht so richtig. Geht jetzt die Sonne wieder auf quasi, ohne dass es dunkel wird zwischendurch? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das sieht ja fast ein bisschen so aus, oder? Alte Scheiße.
Das habe ich gerade alles schon mal viel, viel vernünftiger gemacht. Also mein Fahrstil ist interessant. Was fährt der? Eine 10-16? Der erste. Werde ich wahrscheinlich eine halbe Stunde 40 fahren oder so. So wie es aussieht. Ja, und wie es aussieht, wird es nicht dunkel, ne? Es scheint einfach keine Nacht zu geben. Schade. Schon wieder welche von hinten. Boah, ich bin so langsam. Therapie, finde ich, ne? Wenn man so ein kleiner Choleriker ist. Und gerne bei Kleinigkeiten an die Decke geht, dann kann man hier gut aushalten üben. Also ich weiß noch, es gibt ja, ihr könnt ja da mal reingucken, es gibt ja ein Video von mir, wie ich den Ruf CTR Yellowbird in Monza fahre. Da sieht das alles noch vollkommen anders aus. Und Monza kenne ich überhaupt nicht gut. Und die Nordschleife, die kenne ich, dachte ich, relativ gut. Aber entweder hat sich hier so viel verändert in den letzten Wochen und Monaten, oder ich bin einfach so viel schlechter geworden. Ja,
Ja, sieht jetzt tatsächlich so aus, als würde der einfach abends bei 18 Uhr stehen bleiben, lichttechnisch. Also eine 10, was ist der gefahren, der erste? Eine 9,39. Okay. Ja, ich glaube, für mich hat sich das Qualifying erledigt, weil ich werde jetzt auf keinen Fall eine vernünftige dritte Runde hinkriegen. Mit dem Tag-Nacht-Wechsel ist natürlich echt ein bisschen schade, dass es jetzt einfach, ja, jetzt bleibt die Sonne halt bei 18 Uhr stehen. Denn eine 9,39 mit der Karre? Das schaffe ich nicht mal mit einem M235i. Dafür zählt die Rundenzeit noch. Immerhin. Jetzt nicht mehr. Ich raste aus, ehrlich. 200 Puls habe ich da. Kündige ich es hier groß virtuell parallel rennen tralala an, ja, und kriegst nicht eine scheiß Runde hier vernünftig auf die Strecke.
Das war das Getriebe. Naja, hab da halt mal eine halbe Stunde Fail gesehen, beziehungsweise eine Stunde mit dem Training heute Morgen. Beziehungsweise 2 Stunden Fail mit dem Rennen gleich noch nachher. Ist doch auch mal was. Gut, brechen wir das Training ab an dieser Stelle, meine lieben Freunde. Es geht mir gerade richtig auf die Nerven, dass ich hier nichts gebacken kriege. Ich werde jetzt das Rennen fahren, mal gucken, was das bringt. Lassen wir uns überraschen, so sehe ich aus, wenn ich richtig sackig bin. Wie gesagt, da kann kein Assetto Corsa was für. Das ist, ich weiß nicht, was los ist. Ich stelle mir einfach total doof an heute. Also, ja, keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es am Ruf liegt, ob der wirklich so schwer zu fahren ist. Oder ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ich falsch mache. Ich fahre jetzt mal das Rennen. Entschuldigt bitte, dass ich jetzt emotional etwas aufgewühlt bin. Ich habe ja letztens gehört, ich soll das nicht, ja. Wenn mich das ankotzt hier, dann soll ich das überspielen und so tun, als hätte ich gute Laune und Witzchen machen. Aber nee, es regt mich einfach auf. Also ich fahre jetzt hier 2 Stunden und ich kriege nicht eine vernünftige Runde gebacken. Das nervt. Dennoch, liebe Freunde, schaut in meine sozialen Netzwerke, nicht da oben, sondern hier. Guckt mal bei Facebook vorbei, schreibt mir doch mal. Wobei, das hat sich ja dann erledigt. Ich hoffe, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, welches Auto ich dann morgen am Sonntag in R-Faktor 2 fahren soll. Und wie gesagt, ich werde jetzt hier mal probieren, das Rennen zu fahren und werde mal, naja, ein drittes Mal am heutigen Tag kläglich versagen. Ja, könnt euch dann das heute Abend anschauen. Liebe Freunde, bis dahin, macht's schön gut. Tschüss, sagt der Herr Löblich.